Sternzeit 1107.2022. Es spricht Captain Fleck. Und wie man unschwer erkennen kann, liebe Zocker und YouTuber, da steht sie, die Rosinante. Und die Rosinante ist auch schon umgebaut in den Xeno-Killer schlechthin. Ich zeige das mal ganz kurz. Und wir sind auch vor Ort angekommen. Wir sind zwar nicht im System HIP 22460, wo die große Action wohl stattfinden soll, sondern wir sind in einem System, ach komm, ich zeig's euch, in einem System daneben. Und offenbar bin ich hier nicht der einzige Träger. Oh Gott. What the... Und die haben alle so coole Namen. Naja... Fast alle coole Namen. Meiner ist natürlich am schönsten hier, Lord Pityplutch. Ich weiß gar nicht, was der Rest hier, Juicy Juicy. Ne, Juicy Juicy ist auch noch witzig. So, also wir sind, Herr im Himmel, in einem relativ unbekannten System namens Trollala. Und, wartet mal, wo ist denn hier HIP? HIP, war es da eben? Ne, 22460. So. Kann man ja gleich mal da drauf einen Wegpunkt setzen. Ist also direkt nebenan. Ich nehme mal an, ich konnte deswegen nicht direkt dahin springen, weil da wird wahrscheinlich alles voll sein mit Trägern. Wir können ja mal kurz reingucken. Warte mal, wie guckt man in das System rein? Heck weitet nicht, wenn man da reinguckt. Egal, wir springen ja eh gleich rein. Und dann gucken wir uns das mal an. Und da springen wir so rein. Ich habe mir Folgendes an Bord gepackt hier. Vier große Türme, also vier Klasse 3 Türme AX Multicannons. Die sind, wie gesagt, per Türme ausgerichtet. Das heißt, die schießen hoffentlich automatisch. Dann habe ich noch die vorderen beiden Multicannons habe ich drin gelassen. Die sind Klasse 1, dafür gibt es keine Xeno-Waffen. Die haben ja auch nur Debuff-Munition drin, sprich, korrosive Munition und ich glaube Marker-Korrosion. Also hier eine Menge Türme, die hoffentlich die Ziele automatisch aufschalten. Und dann habe ich noch ein bisschen Remote Flak eingepackt für den normalen Feuerknopf. Werden wir gleich mal ausprobieren. Und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Ansonsten habe ich keine Shockwave-Unterbrecher drin und auch keine Xeno-Scanner. Ich hoffe, das geht gut, wenn ich... Ich will ja eigentlich nur gegen den Kleinkram kämpfen. Ich will ja quasi... will die Jägerabwehr machen mit der Rosinante gegen die Großen oder als Unterstützungsschiff fungieren. Müssen wir mal gucken. So, ansonsten ist die Rosinante bis an die Zähne bewaffnet, was also verteidigungsmäßig bewaffnet. Sie hat Bibi-Schilde, die sind nicht sonderlich stark. 900 haben die nur, dafür haben sie eine ordentliche Resistenz. Hier kinetisch, explosiv, ich glaube, das ist egal bei den Xenos. Aber dafür hat sie eine Rüstung, die nicht mehr feierlich ist. Da seht ihr 6600 Rüstungsstärke. Das ist für so ein Schiff recht gut. Mit entsprechenden Resistenzen. Alles so um die 40-50%. Allerdings keine kaustische Resistenz. Ich frage mich, ob das sinnvoll ist. So, damit starten wir jetzt mal. Launch. Und holen uns mal eine blutige Nase, würde ich mal sagen. Ne? So, erstmal sagen wir Tschüssi zu der Rosinante. So. Packen natürlich hier sofort, mal kurz gucken hier. So. Fliege, meine Gute. Das Erste, was ich mal machen möchte, ist hier die Waffen ausprobieren. Probieren es erstmal mit der Remote Flag aus. Die Remote Flag, die müsste so funktionieren. Ich drücke drauf und wenn ich loslasse, macht's Puff, glaube ich. Ne? Lass mal kurz gucken. Okay, war das nicht so, dass man da... Nee. Mir war es so, dass man draufdrücken musste und wenn man losgelassen hat, hat's Bumm gemacht. Ich probiere es nochmal aus. Ah, funktioniert auch. Und schön grün ist es vor allem. Wunderbar. Okay, funktioniert. Jetzt hast du schon ein paar davon weggeballert. Und ich denke mal, die... Ja, die Autokanonen, die müssen wir dann, also die Turrets müssen wir dann ausprobieren. Gut, wir packen mal die Waffen wieder ein. Ich weiß gar nicht, ob ich noch kämpfen kann. Wir probieren das mal aus. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier... Ich gucke mich mal ganz kurz erstmal in dem System um. Warte, einen Augenblick mal.
Warum geht das nicht? Achso, warte mal. So, nee, auch nicht. Scanner. Wie war denn hier der normale Scanner? Data Link Scanner. Habe ich keinen normalen Scanner? Da ist doch ein Scanner. Nee. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Du alter Schlinz, hat er wieder von nichts eine Ahnung. Com-Scanner, Heaping Surface Scanner. D-Scanner, den D-Scanner haben wir. Das müsste bei dem Surface Scanner mit dabei sein. Wo ist er denn? Da ist er. So, jetzt einmal honken. So, und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier das System an, wo wir hier gerade gelandet sind. Okay. Wir fliegen. Man merkt gar nicht, dass hier so eine Art Community Goal ist, ne? Ist überhaupt nicht. So. Habe ich meine Versicherungssumme dabei? Wird schon. Moment. Galaxy Map ist noch markiert. Okay, wir springen jetzt also einmal darüber und dann gucken wir mal. Und wenn mich ein Spieler abfängt, dann habe ich sowieso größte Probleme. Warum nicht? Also, weil ich überhaupt nicht auf Kämpfen ausgelegt bin. Also gegen Spieler. Gegen Targoiden bin ich ausgelegt. So. Flieg, mein Guter. Ich bin echt gespannt, was da gerade abgeht und ob es da überhaupt Stationen gibt, ob man, was man da machen muss. Ich müsste eigentlich auch mal das Community Goal annehmen, aber ich war jetzt so heiß drauf, da mal vorbeizugucken. Hallöchen! Analysemodus aktiviert. Erstmal scannen. AX-Konfliktzone. Medium Intensity. Okay, das ist neu. 67 Bodies. Was ist denn hier los? Darf ich mal bitte gucken? Gorte, Gorte. Überall sind Konfliktzonen. Nee, nicht überall. Das stimmt gar nicht. Da ist die Heart of Taurus. Was geht hier ab? Bright Sentinel. A Bright Sentinel ist, glaube ich, der... ist, glaube ich, die Waffe. Bin mir da nicht sicher. Ich glaube, es war sie. Wollen wir mal zur Bright Sentinel fliegen? Erstmal dahin fliegen und mal gucken, was da so abgeht. Oh, Himmel! Rosinante! Sie ist ein Schlachtschiff, definitiv. Wir fliegen erstmal zu dem Träger. Also, die Bright Sentinel ist nicht etwa ein Spielerträger. Das ist, soweit ich weiß... Das ist, soweit ich weiß, die Superwaffe. Da können wir ja mal gucken. One New Contact. Da ist zum Beispiel schon ein Spieler. Was ist das für ein Spieler? Ob der mir was Böses tun will? Allianz Chieftain. Ja, kann natürlich sein. Ich habe dem allerdings nichts entgegenzusetzen, ich glaube nicht, dass die AX-Türme irgendwas Sinnvolles bei Spielern machen. Und die Flux auch nicht. Also... bin Frischfleisch. Auf jeden Fall ist er hinter mir. Come in peace, shoot to kill, shoot to kill. Nee, der ist... Nee, mal gucken, was macht ein Allianz-Chieftain? Der kann natürlich böse austeilen, auch gegenüber einer... Auch gegenüber der Rosinante. Viel Schilder habe ich ja nicht. Ich habe zwar ein paar Modulsicherungspacks, aber das war auch alles. Da vorne ist auch wieder einer. Warum sind hier so viele Spieler? Nicht etwa, weil hier ein großes Community Goal eine Python, die ist schon ganz übel. Ich bin die Rosinante. Ich bin so himmlisch joghurtleicht. Alter, hör auf, dumm, so Mist zu labern. Die Python ist gerade verschwunden, so wie ich das sehe. Ja, das ist schon mal gut. Python kann auch ein Transporter sein, wobei die Python eigentlich eher ein Kampfschiff ist, ne? Sind wir mal ehrlich.
So, wir gehen jetzt erstmal auf. Ich weiß gar nicht, ob da gekämpft wird. Da wird eigentlich nicht gekämpft, oder? Keine Ahnung, ob da gekämpft wird. Jetzt ist es auch noch so dunkel. Also so hell hier bei mir im Zimmer, jetzt sehe ich gerade gar nichts. Ey, das sieht cool aus. Das hat was. Die Bright Sentinel. Also das quasi das Schiff, das Community Goal Schiff. Da ist schon wieder die Python. Hallo Python. Aber wir wollen ja The Bright Sentinel anspringen. 6, 5, 4, 3, 2. Ganz dicht überm. No. Und rein da. Gucken wir uns das gute Stück mal an. Kann man da landen? Vermutlich nicht, ne? Weiß nicht, ob man da landen kann. Wir probieren es mal aus. Ich habe da so lange. So lange keine Interaktion mehr mit der Zivilisation gehabt. Ich glaube nicht, dass man da landen kann. Wir probieren es trotzdem mal aus. Hätten uns auch schon angefunkt, ne? Sieht das aus wie eine Superwaffe? Bin mir nicht sicher, ob das aussieht wie eine Superwaffe. Ja, nee, geht auch nicht, ne? Wäre auch merkwürdig, wenn das gehen würde. Wir können ja mal dran vorbeifliegen, ob das wie eine Superwaffe aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Flugstabilisator aus. Ich glaube, das hier ist der. Ich fliege mich. Mach mal so einen dran Vorbeiflug, ne? Das sieht mir eher aus wie der. Wie die Düsen. Ja, wenn ich das mal zeigen darf. Da fliegt irgendwas vorbei. Keine Ahnung, was das ist. Ist sogar ein Spieler. Sieht aus wie der Antrieb. Ich glaube, ich fliege gerade hinten. Hinten vorbei. Ja, das sind aber Docking Ports, ne? Aber wahrscheinlich nicht für so große Schiffe wie mich. Flugstabilisator an. So, lass mal kurz gucken. Landeerlaubnis erteilt. Ne, hier sind auch nur so kleine Schiffe, ne? So Chieftains und so eine Geschichten. Aber ich guck's mir mal an. Also wahrscheinlich hat die nur kleine Landepositionen. So, fliegen wir mal in die Richtung. Da kommt auch wieder so ein Chieftain an. Flugstabilisator aus. Gucken wir mal, wie er landet. Ja, mach's fein. Ja, die hat nur so kleine Landepads. Jetzt gucken wir mal in die Mündung. Soll ja angeblich eine Superwaffe sein. Wobei, das hinten sieht aus, als wäre das ein großer Undockporter. Wahrscheinlich ist es nur ein mittlerer für Pythons und sowas. So, da vorne ist da die Superwaffe. Oh ja, das sieht mir irgendwie, sieht das böse aus. Sieht schon auch ein bisschen aus wie eine Superwaffe. Flugstabilisator an. Sieht ein bisschen aus wie eine Superwaffe. Okay. Das heißt aber, jetzt können wir uns hier mal ganz kurz umgucken. Ob wir hier in dem System irgendwo eine Landeposition haben. Ich glaube allerdings nicht. Ne? Das sieht mir alles. Da bin ich gerade. Und was ist das hier? Heart of Taurus. Keine Ahnung, was Heart of Taurus ist. Ist wahrscheinlich auch ein Industrial Independent Faction Reputation. Komm, wir holen uns. Ich muss, hab natürlich das Community Goal. Das müsste ich wahrscheinlich jetzt erstmal annehmen. Ne? Und da müsste ich wahrscheinlich hier erstmal irgendwo was finden. Aber wir können uns ja. Features, was haben wir denn da für Features? Docking. Bartender, Pioneer Supplies, Fury Stock, Crew Launch, Autodock. Ob man da docken kann? Das steht allerdings auch nicht so richtig da, ob man da docken kann, ne? Die haben natürlich alles hier, aber ich kann da nirgendwo docken. Weil mein Schiff zu fett ist. Ist ja irgendwie diskriminierend, ne? Aber wir können natürlich mal zur Not, werfen wir mal einen Blick, falls ich irgendwo was annehmen möchte, werfen wir mal ganz kurz einen Blick hier in den Filter.
Aber wir holen uns gleich noch ein paar Targoiden, keine Sorge. Realistischer Mode. Nee, warte mal, wir suchen hier. Wo sind denn? Map Mode, da. Wir suchen die Zugehörigkeit, Government. So, und dann haben wir natürlich hier nirgendwo irgendwo ein Government, weil wir am Arsch der Welt sind. Tatsache nirgendwo. Das heißt, wir müssten das Community Goal erstmal irgendwie annehmen. Okay, es kann sein, dass wir erstmal zu unserem Träger müssen, ein kleines Schiff holen, hier landen müssen und dann, das können wir uns ja dann mal angucken. Aber wir schauen erstmal. Treibe ich gerade weg? Ja, ich treibe gerade weg, nur halt doch mal an. So. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. War ganz gut, dass ich weggetrieben bin. Bereit zum Flug. Komm, Rosinante, wir suchen uns mal Ärger. So, Ärger heißt. Ach, hier ist ja viel los. I wanted that heart, okay. Haben wir denn hier. Haben wir denn hier irgendwo. Wars of Tyndaris. Was sind das denn? Was ist das denn hier? Wars of Tyndaris. Konfliktzone. Wollen wir da mal reinfliegen? Aber was ist Wars of Tyndaris? Was ist das Overlook? Ich scanne mal ganz kurz den ganzen Kladderadatsch hier durch, ja. Was haben wir denn hier alles für wilde Ziele? So, weil bevor wir das nicht alles gescannt haben, ist das alles ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir nämlich überhaupt keinen Durchblick. Interessiert uns eigentlich weitgehend auch überhaupt nicht, was das hier für Orte sind. So. Da ist noch irgendwas. Na, er war weit weg. Da haben wir es. So. Da waren noch ein paar. Ich weiß, ihr wollt eigentlich sehen, wie ich Antagoiden verrecke, aber. Komm. Pfeifen wir da drauf. Targoiden killen. Wir wollen Targoiden. Haha. Was ist The Oath of? Megaship. Huge ships that travel. Ah, okay. Das sind Megaships. Alles klar. Gut, die Megaships interessieren uns ja eigentlich. Was ist das hier? Anti-Xenon-Konfliktzone. Stream. Was ist das? Ich fliege da mal hin. Fliege da mal hin und dann, keine Ahnung, kämpfe ich gegen irgendwen. Das ist eine Konfliktzone. Okay, das ist eine Konfliktzone, alle. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jetzt der 4 Kilometer Square Gaussica. Das weiß ich ja, das weiß ich ja selbst noch, ja, wenn man ein großes Schiff zerstört, also ein großes Targoidenschiff, dann hinterlassen die so eine Gaswolke, in die man nicht reinfliegen sollte, sonst ist man Geschichte. So, wir gehen mal volle Blips in die Schilde. So, den Rest lassen wir da, wo er ist. Und dann werden wir alle sterben. Vermutlich. Freue mich schon. Ich freue mich. Ich hoffe, ich bin da nicht alleine. Wenn doch, werde ich hier abhauen wie eine besenkte Wilde. Ich bin eigentlich, also ich müsste ein bisschen was aushalten. Bisschen was. Da kommt wieder ein Spieler an.
Imperial Cutter. Er scheint auch dahin unterwegs zu sein, wo ich unterwegs bin. Mal gucken, was wir so treffen. Ich muss aufpassen mit den Flakbumsen. Die, die machen natürlich keine Freund-Feind-Unterscheidung. Ist ja gar keiner. Was ist hier los? Yes, perhaps. Ich hab bisschen Bammel. Mutti, da sind die Targoiden. Da. Feuer! Warum schießen die nicht, die Dinger? Ach so, weil, Moment. Jetzt. Ja! Habe ich ihn erwischt? Bin mir nicht sicher. Feuer! Ich hab ihn zerstört. 80.000. Juhu, nieder mit den Targoiden. Was ist das da? Er ist auch schon hinüber. Wo sind die nächsten Targoiden? Ich weiß gar nicht, auf was ich zunächst schießen soll hier. Es sind so viele Targoiden und vor allem die armen Targoiden, die tun einem ein bisschen leid. Da ist einer. Hab dich! Komm! Ey, nicht abhauen! Ah! Bin irgendwo gegen geknallt. Feuer! Jaha! Ach, jetzt weiß ich wieder daran, dafür waren der Xenoscanner, ne? Damit man überhaupt gesehen hat, wie viele Lebenspunkte die noch haben. Aber hier ist gar nichts mehr. Ist alles tot. Ist ein einziger Frameshift-Anomalie? Oh oh. Irgendwas Großes kommt da. Kampf den Targoiden. Gut, aber ich müsste vielleicht trotzdem. Noch sehe ich nichts. Energiespitze gemessen. What does that mean? Ah, okay. Ey! Warning, System. Verdammt! Macht mein Schiff wieder an! Macht's Schiff wieder an! Macht mein Schiff wieder an! Give me. Das ist. Dagegen wäre ja jetzt hier der. Jumpstart! Da ist es wieder. Okay. Komm, flieh! Habe ich ihn wieder? Da ist er. Jetzt habe ich natürlich null. Jetzt habe ich natürlich keinen Xenoscanner dabei. Was natürlich blöd ist. Wo ist denn das Schiff? Wo ist denn das böse, böse Schiff? Nehmen wir mal an, da wo der hinfliegt. Da ist er, ich sehe ihn. Mach acht die Augen auf. So, jetzt habe ich keinen Xenoscanner dabei. Das müsste man eigentlich nochmal ändern. Feuer! Yes! Nieder mit den Targoiden! Ich brauche definitiv einen Xenoscanner. Mord und Totschlag! Könnt jetzt natürlich Bratzel. Weiß nicht, ob das was bringt. Möb, sagt er. Ey, nicht auf mich schießen. Das ist unfair. Nicht auf mich. Warum schießt du auf mich? Was habe ich ihm eigentlich getan? Deckung! Vielleicht sind meine Schilde weg, macht aber nichts. Ja, ich brauche einen Xenoscanner, um die Herzen überhaupt sehen zu können.
Fliegt der hinter mir her? Nein, nein, nein. Also um überhaupt sehen zu können, was der so hat. So ein Nupp. Ich bin so ein Nupp. Ich versuch's mal mit den... Und... War natürlich daneben. Mord und Totschlag. Ich brauche einen Xenoscanner. Aber er hat, glaube ich, schon irgendwas verloren. Da sind ja auch Spieler dabei. Daneben. Nein, nein, nicht schon wieder auf mich. Ah! Habe ich ihn gerammt? Vermutlich. Fliech. So, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir unsere Schilde wieder kriegen. Die Rosinante kommt. Ich kann mich ja auch erstmal um den Kleinkram kümmern. Kann ich auch machen. Wenn denn da noch Kleinkram ist, bin mir da nicht sicher. Da fliegt noch irgendwas rum, aber macht natürlich mehr Bock, auf den Großen loszugehen. Wie viel Munition haben die AX und Multicannons noch? Steht da nicht. Geil. Feuer! Ich glaube, es geht ihm nicht so gut, oder? Mord und Totschlag. Ich brauche einen Xenoscanner. Ich brauche definitiv einen Xenoscanner. Feuer! Britzel, Bratzel. Wie sagten die Spartiaten, als die anderen Griechen mitgekämpft haben? Dilettantische Narren, sie leisten ihren Beitrag. Ungefähr so ist bei mir. Hey! Kappe getroffen. Glaube ich. Oh, oh, Vorsicht, nicht in den. Nicht in den reinlaucheln. Das sah schön aus, die Verzerrung da. Ich hole mir jetzt erstmal den Kleinkram, den kriege ich wenigstens tot, ja? Den da zum Beispiel. Der ist schon kaputt. Super. Feuer! Ist auch schon kaputt. Sag mal, schießt der auf mich? Ja, der schießt. Irgendwer schießt auf mich. Ja! Fluchen da vorbei. Nein, nicht Raketen. Oh Gott, ich muss hier weg. Guckt euch mal, was ich abkriege. Ich muss hier weg. 80.000, yes. Du musst hier weg, komm. Fahrwerk einfahren. Oh Gott, ich bin gleich weg. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Der Onkel fliegt ja schon. 24%. Der Onkel geht ja schon. Oh, shit. 3, 2, 1. Holla, die Waldfee. Ach, ist das so. So. Wir springen mal ganz schnell zurück zu Lord Pity Plunge und holen uns einen Xenoscanner. Eieieiei, Freunde. Das war nicht so lustig. There are some carriers selling... What? Gott, kriegt den Huf rum. Line with target destination. So, jetzt hier.
Throttle up to engage. So, ich glaube, ich komme erstmal mit einem kleinen Schiff. Hole mir das Community Goal. 4, 3, 2, 1. Und lecke meine Wunden. Was ist das jetzt gewesen? Das sah komisch aus. Also wie man... Ja, ist das so. Ja, ja, ich nehme gerade korrosiven Schaden. Das ist gar nicht so lustig gerade. Ich korrodiere vor mich hin. Da ist er. Ist natürlich eine komplett falsche Stelle. Lord Pretty Plutch. Also wer sich fragt, warum ich hier so langsam rumwuchte, das ist das Raumschiff. Die ist halt so langsam. Boah. Da ist er. So, was haben wir? 22% Hülle und korrodiere weiter vor mich hin. Sehr schön. Britz, Bratz, Brutz. Wir brauchen mindestens einen Xeno-Scanner und ehrlich gesagt so ein Anti... Also wir brauchen vieles. Wir brauchen vieles. Und vor allem brauchen wir das Community Goal. Ich meine, ich kriege zwar ein bisschen was, aber 80% Hülle, die ich jetzt... 80% Hülle? Sag mal, was hat die Dinger für einen Schaden gemacht? Post, die erpest die Waldfee. Und das in einer relativ kurzen Zeit, ne? Ich glaube, es waren die Raketen. So, was hat der da gerade vor sich hingefaselt? Fucking thingy pretty engineered. Some carriers selling them, but worum geht's? Keine Ahnung. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Nein! Lass es ganz! Knirsch, knack. Der Hammer. Ich weiß, es gibt so antikaustische, Armor, also Rüstung, Panzerung. Aber damals, zu meiner Zeit, hat die nichts gebracht. Da oben rechts brennt es unter dem Wörtchen Info. Kann mal einer bitte löschen? Das geht von alleine aus, sehr gut. Die arme Rosinante. Ist völlig kaputt. Wie sieht's so von außen aus? Na gut, Schadensmodell gibt's glaube ich nicht in Elite, ne? Oder? Nee. Ich guck gleich mal, ob es da ein Schadensmodell gab, aber ich glaube nicht. Also, erstmal mit dem kleinen Schiff hin. Mir den Auftrag abholen. Dann die Rosinante holen. Mit einem Xenoscanner, wohlgemerkt. Da muss ich zwar einen, ich weiß nicht, eins, irgendwas muss ich ausbauen dafür, aber ich glaube, auf einen Teil Hüllenverstärkung kann ich verzichten. Ihr merkt, ne, ich korrodiere weiter vor mich hin. 19%. Würde ich jetzt weiterfliegen, würde ich irgendwann platzen. Weil das hört, glaube ich, nicht. Ich glaube, man kann sich, ich weiß nicht, ob das noch gilt, kann man sich durch Überhitzen... Ja, kann man sich durch Überhitzen 18%. Das noch... Vom Leib hauen? Ich glaube ja. Ich glaube, das ging noch durch Überhitzen. Oder man landet einfach irgendwo. Das geht natürlich auch. I proceed. Yes, yes. I'm coming. Immer noch 18%. Gut, gut. Flugstabilisator aus. Hallo Lord Pity Pledge. Die demolierte Rosinante. Ich dachte eigentlich, die Rosinante wäre ein ziemlich gut durchengineertes Schiff, aber scheinbar. Flugstabilisator an. Nur hör doch mal auf. Halt doch mal.
So. Ja, die Rosinante. Sie ist eigentlich auch gut durchingeniert. Sie hat Schildbooster ohne Ende, sie hat Schilde ohne Ende, sie hat Panzerung ohne Ende, aber halt keinen Schutz gegen kaustische Angriffe, wie die Targoiden sie nun mal haben. Ja, doch. Knirsch, knack. Nun flieg doch mal rückwärts. Hör doch mal auf mit dem Mist. Danke sehr. So, da unten. Ja, jetzt ist es nicht mehr grün. So, jetzt kann man. Das kostet mich jetzt der Spaß. Ich traue mich gar nicht. 453.000, eine halbe Mille. Seid ihr närrisch? Huiuiui. So, liebe Freunde, wir sehen uns wieder, wenn ich mit dem kleinen Schiff dahin fliege, mir das Community Goal hole und dann wieder zurückfliege und mit dem Xenoscanner zurückkomme. Und dann aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Bis dann denn, euer Mr. Fleck.